In diesem Video geht es um Ziele und gefragt ist nach Klassifizierungsmerkmalen. Ziele, Klassifizierungsmerkmale. Was wird hier von uns verlangt, wenn die Frage lautet, nennen Sie Klassifizierungsmerkmale, nach denen sich Ziele einteilen lassen. Was meint das? Gemeint ist, dass hier nach Kategorien gefragt wird, die mit Zielen zu tun haben. So, das heißt also, wir müssen uns das Wort, wenn wir jetzt in der Prüfung sitzen zum Beispiel, in der schriftlichen Prüfung, müssen wir das Wort Ziele nehmen. Ja, am besten, wir nehmen ein DIN A4-Blatt quer. Wir haben ja auch Konzeptpapier in der Prüfung. Und dann fragen wir einfach mal Ziele. Ja, wer bestimmt diese Ziele? Dann was? Ja, der Inhalt der Ziele. Dann wie viel? Dann wann oder bis wann? Bis wann soll das Ziel erreicht werden? Und dann gibt es natürlich noch die berühmten Zielbeziehungen. Ziele können untereinander ja durchaus sich unterstützen oder auch im Konflikt stehen. Und es gibt auch Rangordnungen von Zielen, zum Beispiel Oberziele und Unterziele. Und damit haben wir die Klassifizierungsmerkmale. Also schreiben wir es nochmal hin. Ziele, Klassifizierungsmerkmale. So, und entsprechend unserem kleinen Brainstorming haben wir hier oh, mindestens, ich schreibe erstmal vier, es wären wahrscheinlich noch mehr. Nämlich zunächst mal, wer setzt die Ziele? Also Zielsetzungsinstanz. Eine Instanz ist ja eine Stelle in der Organisation, die Weisungsbefugnis hat. Und deswegen sagen wir nicht Zielsetzungsstelle, sondern Zielsetzungsinstanz und drücken durch dieses Wort gleich aus, dass diese Stelle auch die Befugnis hat, die Ziele zu setzen. Zielsetzungsinstanz. Das ist also eine Stelle, die in der Hierarchie diese Möglichkeit hat, Ziele zu setzen, Ziele vorzugeben. Dann der Zielinhalt. Und das was, wie ich vorhin sagte, Zielinhalt. Dann Zielausmaß. Das wie viel. Beim Zielinhalt zum Beispiel können wir dann sogar noch weiter unterscheiden. Wir können unterscheiden, ob dieser Zielinhalt definiert ist in Mengengrößen. Wir wollen zum Beispiel bis Ende des Jahres so und so viel Stück verkaufen, dann wäre das eine Mengengröße. Oder ob es festgelegt ist in Geldgrößen. Wir wollen den Umsatz in diesem Jahr bezogen auf den Umsatz des letzten Jahres um 2% steigern. Da der Umsatz in einer Geldgröße definiert ist, sind wir hier in Geldgrößen. Zielausmaß. Wir können unterscheiden begrenzt und unbegrenzt. Ja, man kann das Zielausmaß begrenzen, zum Beispiel den Umsatz dieses Jahr bezogen auf den Umsatz des letzten Jahres um 2% steigern. Da ist die Sache begrenzt. Oder wir gehen damit daran mit Formulierung wie so viel wie möglich. Das wäre dann in gewisser Weise unbegrenzt. Ja, oder maximal irgendeine Zielgröße maximal maximieren. Das geht in die Richtung unbegrenzt. Dann der Zeitbezug. Das wann oder bis wann. Und da wiederum können wir unterscheiden. Langfristig und
kurzfristig. Langfristig und kurzfristig. Und wir können unterscheiden Zielbeziehungen. Wie stehen die Ziele zueinander? Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel komplementär. Was nichts anderes bedeutet, als dass Ziel 1 und Ziel 1 sich gegenseitig unterstützen und fördern. Das ist komplementär. Es gibt aber auch konfliktär. Das Ziel Nummer 1 widerspricht im Grunde dem Ziel Nummer 2. Und es gibt die Situation, die Ziele sind indifferent. Sie haben also im Prinzip nichts miteinander zu tun. Sie berühren sich gar nicht. Und dann gibt es noch die Rangordnung der Ziele. Wir unterscheiden grob in Oberziele und Unterziele. Manche sprechen hier noch von Zwischenzielen. Und damit haben wir schon eine super Klassifizierung der Ziele nach verschiedenen Merkmalen. Und Sie sehen, wie ich angesetzt habe, nämlich mit einem kleinen Brainstorming und einer Mindmap und mit den berühmten W-Worten oder W-Fragen. Diese W-Fragen sind ganz, ganz oft eine Hilfe, um Lösungen zu generieren. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier
Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.